benötigen. So, 47 Hoppers habe ich. Und ich habe noch richtig viel Eisen, du, ey. 4 Stacks Eisen habe ich noch. Alter, wie viel Eisen ich einfach mal hatte. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja. Ja. Schön etwas erkältet. Fällt mir ein, ich habe hier ein paar Sachen vergessen. So, ja, wunderbar. Dann hier noch was. Schön, schön hin. Ja, das, wurde mir auch gesagt, das könnte sehr rohstofffressend werden. Ja, ist mir eigentlich egal. Ganz ehrlich, das ist ein Let's Play. Wenn wir hier nichts machen oder zu tun haben, ja, dann ist das ja langweilig. Ich meine, irgendwoher muss man, irgendwann muss man ja machen. Auch wenn es Eisenfarmen ist, später hin dann. So, bam, bam, bam. Sudali, ich werde mir jetzt einen vollen Stack Erde gönnen. Der ist nämlich nicht voll, deswegen muss ich dafür mal ins Lager und dann zähle ich mal, wie viele Hopper ich denn brauche oder Trichter ich benötige, damit das soweit klappt in dem Ding da unten drin. Weil, ja, ich habe ein Hopper-Beförderungssystem. Oder das Ding wird zum Schluss ein Hopper-Beförderungssystem haben, weil ich glaube, das geht nicht mit... Ich nehme mal 2 Stacks mit. Mit normalen Wasserkanälen. Das geht wirklich, glaube ich, nicht, weil die Hopper, die ziehen das ja rein. Und das Wasser, ja, da muss es reinfallen, damit es weggetrieben wird. Und die Hopper, die ziehen es halt rein. Finde ich auf jeden Fall so. Ich wollte gerade sagen, backt sich da der Creeper raus oder was? Ne. Gut, hier, jetzt. Eins. Ah ne, ich brauche gar nicht zählen. Ja, dann kann ich mal ja, sagen, wie das dann später aussehen wird. Also da, wo jetzt die Steine sind, müsst ihr euch die Melonen vorstellen. Und da drüber ist Glas und ein Pisten, der das Glas auf die Melonen drückt, wenn die wachsen. Und ja, dann werden die abgeerntet und fallen in die Hoppers rein. So, 64 minus 18 sind 46, gut. Oder? Ja. Sollten 46 sein. Boah, das wäre jetzt peinlich, wenn nicht, ne? Aber es sind 46, ja. 64 minus 18 minus 10 sind 54. Minus 8 sind, ja, 46. So, plus nur ein dran. Also 47 dieser Hoppers benötige ich. Heißt, das kostet uns 47 mal 5, 5 mal 15, 25, denn 0 dran sind 250 minus 15, 230. Ja, 230 sollten dann sein, 230 Eisenstücke. Mann, welcher scheiß Wichsköter bellt denn da draußen so, ey? Soll ich mal die Schnauze halten? So, nehmen wir mal hier das Eisen mit. Schmelzschub. Alter, ey, ist das ein Mistviech da? Das soll echt mal die... Jetzt ist aber mal gut hier. Ich bin hier im Aufnehmen. Ey, kann jetzt mal bitte ruhig sein? So, Stone habe ich jetzt auch mal wieder. So. Dann, ja, Hoppers, genau, dafür brauche ich Kisten, komm. 47 Kisten brauche ich, schön. Das klappt doch niemals. Alter, wisst ihr eigentlich, wie viel das sind? 47. Boah, danach muss ich erstmal wieder 100 Jahre Eisenfarmen gehen. Oder einfach eine große Höhle, so wie letztes Mal. So. So, wunderbar. So. Davon. Und hiervon. So. Wunderbar. Jetzt habe ich hier 47 Truhen. Gut, ich mach das jetzt hier mal alle zu Eisen. Alter, ey. Das ist...
Schon eine Eisenverschwendung, aber ich meine, irgendwohin muss es ja. Ich meine, wirklich, das werden wir wieso im Let's Play jetzt nie wieder benötigen. So, 47 Hoppers habe ich. Und ich habe noch richtig viel Eisen, du, ey. 4 Stacks Eisen habe ich noch. Alter, wie viel Eisen ich einfach mal hatte. Boah, übel. Ja, ne? Nicht übel, sprach der Dübel. Und ach, ich baue noch ein bisschen was von dem Eisen. Und zwar für Sticky Pistons. Habe ich denn noch? Ne, brauche ich Eisen. Und Redstone natürlich noch. 10 Pistons sollten das sein. Jetzt, wenn das nicht klappt hier, ne, dann raste ich aber aus. Oh, komm, 3 scheiß verblödete Cobblestones fehlen mir hierfür, oder was? Das ist doch Arsch. So. So, ach, ein zu viel. Und ja, wunderbar. Dann brauche ich nochmal die Sticky Balls. Also die Schleimbälle. So, da renne ich kurz runter und schlaf dann vorher nochmal. Was ist denn ein Monster in der Nähe? Will der mich eigentlich verkackeiern? Wo sind denn hier jetzt Monster in der Nähe? Alter, komm! Ehrlich? Muss das jetzt sein hier? Ich finde das echt scheiße, dass die das jetzt so eingebaut haben. Nö, du kannst nicht schlafen. Sind ja Monster in der Nähe. Nee, ganz ehrlich, das ist echt. Das hätten sie echt irgendwie wieder rausmachen sollen. Ich meine, woher soll ich denn wissen, bitteschön, wo jetzt hier das Monster ist? Ganz ehrlich. Du musst so 100 Mal suchen, kannst auch nicht schlafen, sondern die Mistviecher verbrennen. Also, ne. Ach komm, jetzt habe ich es nicht geschafft. So. Ja, hier sind die Schleimbälle. Wunderbar, da haben wir's. Ach, haben wir unten gleich noch Redstone bei? Ja. Dann kann ich hier unten gleich die Repeater machen. Ich brauche davon 20 Stück. So. Ah, ne, 5 mal. Ach, ne. Nein. 10 mal. Oh, ne. Das Lied, das trägt mich gerade auf. Ich brauche davon ja wieder ganz, ganz viel. So. Ja, nice, hat geklappt. Wunderbar. Redstone-Fackeln brauche ich. Komm. Verwende ich das hier alles für Redstone-Fackeln. Auch wenn ich davon auch wieder 20 bräuchte. Hey, wunderbar. Also ihr merkt schon, relativ viel Rohstoffe brauche ich dafür. Aber ich meine, wir haben es halt, ne? Kann man ja einfach mal so sagen. Wir haben ja wirklich relativ viele Rohstoffe. Und irgendwas müssen wir ja damit bauen, ne? Also ich weiß nicht, wie lange wir das Eisen jetzt da. Also ob wir das Eisen wirklich so lange brauchen werden, wie wir es da jetzt haben. Weil, ja, das ist einfach. Boah, das ist so viel, Leute. Es jetzt sind ja jetzt immer noch fast 4 Stacks und da oben brennt ja auch noch ein bisschen. Und Eisenspitzhacken habe ich ja auch erstmal irgendwie genug. Also das brauchen wir einfach nicht. Okay, hier ist kein Minecart, schade. Brauchen wir wirklich nicht. Und ja. So schön, dass man jetzt auch die Treppen hochrennen kann nach dem Update. Oh, oh, cool, scharf. Machen wir einmal hier die große Rundfahrt. So, nice. Ah, dankeschön. Wunderbar, einmal weiterfahren, bitte. Oh, das ist noch leer. Es sind noch andere Schafe voll. Ja, die da hinten. Ach komm, wisst ihr was? Lassen wir die jetzt einfach mal. Ich meine, klappt ja soweit alles super da mit der Schafe. Wenn wir Schafe brauchen, haben wir sie dort. Und die rennen nicht so lästig rum und man muss nicht stundenlang schauen, welche man denn jetzt noch nicht geschert hat. Man hat's einfach direkt.
So, ach ja, ich brauchte noch Holz. Und deswegen sagen ein paar Sticks für Fackeln. Ne, das reicht nie. So, Dalle, dann haben wir noch eine Tür da. Ne, dann hole ich mir jetzt hier noch was. Dann mache ich mir noch eine schöne Tür. So und so. Nice. Nice. So, gut. Eine Tür, dass wir da immer reinlaufen können. Und ich habe eine Kiste vergessen. Wir haben unten noch eine Kiste unten beim Strip Mine. Da denke ich, werde ich dann gleich hoch hinrennen und die Kiste holen. Wenn es in dem Party noch schaffbar ist, weil ich da immer meine Sachen vergesse. Ich brauche ja noch 10 Glas. Das ist übel. Das geht jetzt richtig ab hier von den Rohstoffen. Ja, aber ich meine, dann habe ich sie alle dabei. Auch wenn ich diesen Part da wahrscheinlich dann noch nicht mehr fertig kriege. Ah, da habe ich sogar noch. Muss jetzt nicht nur extra in die Wüste rennen oder was einschmelzen. So. Sind die auch gleich fertig? Oder da? Und dann geht's eigentlich relativ schnell sogar noch. So, ein Hopper. Ich glaube, ich habe sogar ein zu viel gemacht. Scheiße. Naja. Macht ja nichts. Ich meine, irgendwann kann man den mit Sicherheit nochmal gebrauchen. So, Dollar. Da kommen die schönen Dinger hier dran. Die Glas. Blöcke. So, nice. Mach ich mal hier schnell die Holztür rein, ne? So. Ja, hier die Truhe, dann, hä? Das war jetzt doof hier mit dem Hopper, aber naja. Gut, So, dann würde ich das hier gerne abbauen, bitte. Einmal alles. Rest hier. So, ihr werdet euch wundern, wie das aussieht nachher. Die Idee ist übrigens von Monkey Farm, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Also, wenn ihr meint, das ist toll, die tolle Taktik, ich will dich unbedingt dafür loben, lobt mich, lobt Monkey Farm. So, jetzt schön so weiter zurück vorarbeiten. Weil wenn ich Shift klicke, dann, ja, setze ich den da drauf, ohne dass ich reingehe. Heißt, ohne dass ich mir anschaue, wie der von innen aussieht, sozusagen. Oh. Ja, cool, hier vorne. Hat geklappt, also. Weiß ich schon mal, dass das klappt, das ist toll. So, er war jetzt ganz lang still, weil ich mich da jetzt ein bisschen konzentrieren musste. Aber jetzt kann ich ja wieder labern. So. Schön. Oh, Mann, ich baue immer zwei da drüber. Das ist doch kacke, ist das doch. Ich wollte gerade sagen, hier, was ist jetzt los? Ich habe doch eigentlich ein zu viel gemacht. Ah, toll, jetzt ist er hier. Oder ist es schon weiter? Ich glaube, der ist schon hier ganz am Anfang. Hä? Nee. Ach, ich warte einfach, bis er... Hä, wo ist denn der jetzt? Ach, hier, da habe ich wohl falsch gebaut, was? Klappt das wohl nicht so ganz? Komm, schmeißen wir mal hier rein. Und den letzten da dran. So, hier sind... Da ist es. Geil. So. Schön. Ja. Ho, habe ich hier. Komm, dann mache ich in dem Part jetzt noch auf fertig. Wunderbar. Wasser werde ich hier diesen Part noch nicht rein. Nein, ich habe meinen Melonenkern verloren. Jetzt muss ich gleich neue holen gehen. Arsch. Naja, gut, macht ja auch nichts. So,
Haben ja ein paar Melonen. So, lassen wir hier die Pflänzchen wachsen. Wasser werde ich hier dann bei Gelegenheit hintun, damit die Felder schön befruchtet, bewässert sind und dann schneller wächst. So. Aber jetzt hier mal. Klappt nicht, toll. Ah, jetzt klappt's. Hier, so. Nice und nice. So. Jetzt. Nein, falsch. So. Das sind noch sticky Pistons. Was ist denn da jetzt los? So. Ja, so sieht das dann später hin aus. Wenn jetzt hier eine Melone wächst. Ich weiß gar nicht, geht das mit Holzblöcken oder mache ich mir dann hier was kaputt? Naja, wächst hier eine. Wird das da reingeschoben? So. Und nicht anders. Gut. Jetzt. Kann ich damit eigentlich Bedrock verschieben? Weiß ich jetzt gar nicht. Wäre auf jeden Fall lustig, wenn das gehen würde. Naja, gut. Dann würde ich sagen, würde ich mich über eine Bewertung oder einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.